Meine Heimatstadt ist Dessau. Dort bin ich geboren, dort lebe ich noch immer mit meiner Familie. Und für mich war schon in der Kindheit ein ganz prägendes Erlebnis, an der Mulde, an der Elbe spazieren zu gehen, die damals unglaublich verdreckt gewesen sind. Und das wollte ich ändern. Deshalb habe ich schon in der DDR angefangen, mich in der Umweltbewegung zu engagieren. Und eigentlich war es dann fast zwangsläufig, 1989 zur Zeit der Friedlichen Revolution bei den Grünen Politik zu gestalten. Und ich möchte meinen Kindern, meinen Enkeln, unseren Nachkommen die Welt gerne lebenswert übergeben. Deshalb kämpfe ich bis heute bei den Grünen für Umwelt- und Naturschutz. Wir erleben jetzt tatsächlich, dass die Klimakrise real begonnen hat. Sei es durch die Hurrikans in den USA, sei es aber auch durch Überschwemmungen, die wir in diesem Jahr in Sachsen-Anhalt hatten. Genauso wie das Artensterben. Wir haben 30% unserer Vögel verloren. Unsere Wildbienen sind vom Aussterben bedroht. Und ich sage, die Grünen sind die einzige Partei, die das tatsächlich ernst nimmt. Wir sind die einzige Partei, die das im Bundestagswahlkampf wirklich auf die Agenda gesetzt hat. Die FDP ist gerade auf die Seite von Herrn Trump gewechselt. Das heißt, sie sagen, die Klimakrise findet gar nicht statt, weil sie sich vor der Aufgabe scheuen, tatsächlich das Problem anzupacken und lieber den Kopf in den Sand stecken. Die nächsten 3 bis 5 Jahre werden darüber entscheiden, ob wir die Klimakrise beherrschbar halten für unsere Kinder und Enkel. Das ist die zentrale Entscheidung am 24. September. Deshalb bitte ich Sie, deshalb bitte ich euch, mit der Zweitstimme Grün zu wählen.